Einen schönen guten Morgen aus dem wundervollen Ubud auf Bali. Heute will ich euch mitnehmen. Ich habe mir einen privaten Fahrer organisiert. Der fährt mit mir ein bisschen so die Highlights der Insel ab. Ich habe ja nicht so viel Zeit hier auf Bali und darum dachte ich, mehrere Touren an einem Tag, das muss passen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich liebe diese Unterkunft so nah am Dschungel. Hört mal. Der Regenwald ruft. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und danach holt mich der Fahrer ab und es geht quer über die Insel. Ich freue mich schon. Sind die Strelitzien nicht schön? So, wir fahren jetzt los. Das ist Norman. Hey! Er hat mir gerade erzählt, dass hier alle gleich heißen. Der Erstgeborene, der Zweitgeborene und der Drittgeborene. Kinder, die heißen alle gleich. Und er ist der Drittgeborene, also heißt er Norman. So, ich bin jetzt an den berühmten tagelangen Reisterrassen. Hier ist es ein bisschen mehr touristisch als dort, wo ich gestern war, wo ich einfach loslaufen konnte. Ich bezahle hier 15.000 Eintritt. Wow, entdeckt sich ja in dem Nächsten. Okay, thank you. Also, ich habe es falsch verstanden. Eintritt kostet 50.000, das sind ungefähr 3 Euro. Und man kriegt hier direkt ein Armband, wie in so einem All-Inclusive-Hotel. Wenn man die Schaukel benutzt, möchte, kostet das nochmal 300. Das sind 18 Euro in etwa. Auch wenn wir hier bei Social Media sind, aber ich werde mich nicht in ein Herzchen setzen und ich werde auch keine Schaukel für 18 Euro benutzen. Es ist einfach so wunderschön hier. Allerdings muss ich sagen, gestern, wo ich in den Reisfeldern war, bei Ubud, wo die Menschen einfach ihr Reis angebaut haben und ich denen beim Arbeiten zusehen konnte und so, hat es mir echt besser gefallen als dieses aufgestylte, touristische mit hier eine Schaukel da, so ein Nestchen mit Herzchen. Und klar ist das schön, aber es ist irgendwie künstlich. Newman hat mir natürlich ganz viel schon erzählt von Bali und von seiner Heimat. Und zum Reis muss ich sagen, das Reis wird dreimal im Jahr geerntet. Und er braucht ungefähr 3,5 Monate, bis er reif ist und geerntet werden kann. Die Bewässerung erfolgt meist über so natürliche Quellen, wie hier zum Beispiel dieser kleine Wasserfall. Diese Geräusche. Ich höre hier irgendein Tier.
sehe aber nichts. Sie wundert sich auch schon. Irgendwie komme ich näher, aber ich sehe nichts. Ah, eine Schlange. Ich wusste gar nicht, dass Schlangen solche Geräusche machen. Jumin hat mir erklärt, dass die Schlange einen Frosch gefressen hat und der Frosch im Maul der Schlange diese Geräusche macht. Da so viele Autos nicht auf den Parkplatz passen, müssen die Driver auf einen großen Parkplatz außerhalb fahren. Und man bekommt hier so ein Armband mit einer Nummer. Und der Security, der jetzt hier alles schön frisch macht, der funkt dann auf dem Parkplatz an. So, jetzt hat er mich zum Tempel gefahren. Wundert euch nicht, dass ich hier immer in der Sonne so ein Tuch trage. Ich habe vom Schnorcheln ein bisschen Sonnenbrand. Und will verhindern, dass es schlimmer wird. Im Eintritt ist auch der Sarong inklusive. Man muss ja eine bestimmte Kleidung tragen. Und ja, schauen wir mal. Das ist der Name vom Tempel. Eintritt hat 50 gekostet. Das sind ungefähr 3 Euro. Schaut mal, richtig schön. Idylle pur. Welche Palme fällt jetzt um? So, jetzt das Ganze nochmal ohne Kettensäge. Erwischt. Wow. Der hat ja ein langes Schwert. Ja, einmal. Ginseng? Ginseng. Vanilleschoten. Also wir gehen jetzt in ein balinesisches Haus. Das ist ein Mangostinbaum. Da hängen auch Früchte dran, aber die sind noch nicht reif. Ach, das Haus ist für Zeremonien. Da hinten kocht die Oma und hier können die Gäste sich hinsetzen. Bambus. Bambuswände. Hallo, Han. See dangerous? Das ist der Familientempel. Jeden Tag werden hier Opfergaben hingestellt. Erst wird die Haut geöffnet und dann gesiebt. Ginger? Kurkuma. Lemongrass. Lemongrass, like it. Das sind Kaffeebohnen, die haben die Katzen gefressen und dann kacken sie sozusagen aus und das ist eine Spezialität hier.
aus diesen Bohnen den Kaffee zu machen. Die Katze, die frisst die Kaffeebohnen und kackt sie dann aus. Jetzt erklärt sie mir, wie man die Opferschildchen bastelt und was das mit den Himmelsrichtungen auf sich hat. Thank you. Okay. And the first, this the Bali coffee. Good for relaxing. Good for relax. And this one avocado coffee. Avocado coffee. Coconut coffee. And this one is a vanilla. And the last coffee, this is ginseng. And the tea, this is Rosella. It's a turmeric tea. Antidepressiva. And this the lemongrass. This the mangosteen. Fruit and the frog. Lemon tea. Lemon tea. And the last tea, this ginger. Is ginseng. Ginger, yeah, sorry. Na dann, Prost. So, fertig. Jetzt geht's zum Auto und dann fahren wir an den Strand. Hier, Stinkefrucht Durian. Ich hasse sie, aber es ist interessant, wie die wachsen hier. Die Bambusstraße. Bambus wächst 6 cm am Tag. Nach 6 Monaten kann man es ernten. So, wir sind in Ahmed. Da steht das Auto und jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Okay, see you later. Tschüss. Ahmed hat schwarzen Sand. Da hinter mir ist übrigens der höchste Vulkan von Bali, der Agung. Die Wolken verziehen sich. Jetzt zeigt er sich tatsächlich auch ein bisschen von oben. Wie schön. Der Mount Agung ist 3142 Meter hoch. Ich bin jetzt vom Zentrum 15 Minuten gelaufen und hier ist der Ort schon wieder zu Ende. Aber auch hier wird gebaut, wie überall auf Bali. Und man kann hier Kajak fahren. Ah, ich weiß nicht, so ein luftaufgepustetes Teil. I don't know. Und da ist der Mount Agung jetzt in den Wolken versteckt. Der Mount Agung ist das letzte Mal 2019 ausgebrochen. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg und er fährt jetzt durch Siedemann und wollte mir das schöne Panorama zeigen, hat extra angehalten. So, da fährt Newman. Und wir haben uns nochmal verabredet zu übermorgen. Dann geht es dann Richtung Westen. Und jetzt gehe ich erstmal hier essen mit Katja von Jungle Love Sand. Hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr mal gucken. So, ein langer Tag geht zu Ende. Und ja, ich gehe jetzt in mein Hotel zurück und muss einfach schlafen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Ciao!